Wir wollen mal den FIDE Grand Prix der Frauen in Nikosia auf Zypern nicht vergessen. Da liegt ja unsere deutsche Vertreterin Dinara Wagner super im Rennen. Sie hat keine Partie verloren. Gegenteil, sie hat einen Auftaktsieg hingelegt und dann Paremie und nochmal eine gewonnen. Und dann gestern der großartige Sieg gegen die Katharina Lagno. Ein bisschen Glück, muss man sagen. Es war kompliziert und jetzt ist sie ganz vorn dabei und musste in Runde 8 gegen die starke Spielerin aus Russland, Polina Schuwalowa, antreten. Sie hatte Weiß und es war erneut spannend. Viel Spaß damit. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselais Gunnis YouTube-Kanal. Und ja, einige von euch haben schon geschrieben: Mann, wieso sagt der nichts mehr mit der Dinara Wagner? Ich kann halt auch nicht alles machen und wir hatten ja auch andere spannende Spiele. Aber ich habe euch versprochen, ich habe ein Auge auf den Frauen-Grand Prix und jetzt ist es wieder an der Zeit, drauf zu schauen. Dinara Wagner liegt super im Rennen und sie kann mit einem Sieg oder einem Remis in Runde 8 kann sie die Tabellenführung behaupten, wenn sie es denn hinkriegt. Und aber zuerst mal ging es gegen Polina Schuwalowa aus Russland, spielt natürlich unter der Flagge der FIDE, wie ihr wisst. Und wir gucken rein, es ist spannend und wenn es euch gefällt, ihr wisst, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich gar nichts mehr. Oder unterstützt mich gerne auch mit einer Spende via PayPal. Ich sage dafür herzlichen Dank. So, jetzt gucken wir Schach. Und zwar eröffnet die gute Dinara mit D4. Wir sehen Springer F6, C4, E6. Und wo geht die Reise hin? Nein, wir spielen Springer F3, D5. Also, ich meine, wenn ihr öfter mal hier reinschaut bei mir, ne, dann wisst ihr, diese Stellung ist ein absoluter Superstandard. Das ist ein abgelehntes Damengambit, kann aber jetzt in alles transformieren. Also Weiß kann jetzt sich entscheiden, spiele ich Springer C3, spiele ich Läufer G5 oder spiele ich G3 und versuche in einen Katalanen zu gelangen. Und so kommt es denn auch. Also es gibt hier auch Läufer B4, das habe ich auch schon öfter gezeigt. Oder der absolute Hauptzug, D schlägt C4 hier. Da sage ich auch immer wieder mal, wenn diese Variante aufs Brett kommt, viele nicht so starke Spieler, die scheuen sich gewaltig hier diesen Bauern zu nehmen, weil sie eben vor diesem Läufer, der jetzt natürlich nach G2 geht, hier einen Heidenrespekt haben. Ja, und das ist auch so, diesen Läufer muss man beachten. Trotzdem ist D schlägt C4 der beste Zug, auch laut Aussage der Computerfreunde. Und man muss sich aber theoretisch auskennen. Das ist völlig klar. Also einfach so irgendwelche Züge machen in dieser Stellung funktioniert überhaupt nicht. Was macht man hier? Naja, Schwarz versucht jetzt A6 zu spielen und diesen Bauern einfach mal zu behaupten. Also mit dem Zug B5. Und wie gesagt, man muss hier aufpassen. Ich weiß, ist aber alles machbar. Weiß rochiert erstmal weg. Und B5 gibt es an der Stelle. Wollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen, ist ein uferloser Wust an Theorie, muss man sagen. Ein anderer guter Zug ist, also auch der Hauptzug hier, ist Springer C6. Ja, das ist ein guter Zug, weil man diesen Läufer erstmal so ein bisschen bremst, ja, in seiner Wirkung. Und also gesunder Zug, Springer C6, Weiß spielt Springer C3. Und man darf nicht vergessen, am Ende des Tages hat Schwarz noch immer einen Bauern mehr. Ja, das ist dieser Bauer, den Weiß auf C4 geopfert hat. Schuwalowa spielt erstmal Turm B8. Ja, das ist alles Theorie. Ja, das ist alles Theorie. Die beiden Spielerinnen gut vorbereitet, kennen sich gut aus. Und jetzt kann man auch euch mal richtig gut plastisch an diesem Beispiel zeigen, warum eigentlich dieses D schlägt C4 in der Eröffnung, ihr erinnert euch, so, warum Weiß das zulässt. Also so muss ich es eigentlich sagen. Ja, warum ist das so? Es geht mal wieder um den Faktor, um das Motiv Ablenkung. Ja, der Bauer hier steht eben jetzt nicht auf D5 und kontrolliert somit E4 nicht. Ja, deswegen kann Weiß jetzt E4 spielen und das Zentrum besetzen. Das ist die Rechtfertigung dieses Bauernopfers. Heißt noch lange nicht, dass das jetzt eine bessere Stellung ist für Weiß. Aber Weiß hat das Zentrum hier. Und jetzt muss man sich natürlich schon fragen, kann man hier nicht, kann man nicht, ne? Ist zweimal gedeckt. Also Achtung, nicht irgendwie wieder Züge machen. Ich wollte es nur mal anmerken.
Läufer E7 hier, Entwicklung klar. Und diese Stellung ist immer noch, wie gesagt, offener Katalane und es wird hochkompliziert, wie so oft im Katalan. Ich empfehle Katalanisch sowieso nicht für Anfänger, weil ihr werdet gleich sehen, warum, weil diese Stellung wird ultra komplex. Denn Weiß kann jetzt hier entweder Dame E2 spielen, Turm D1, so die üblichen Manöver, oder direkt D5. Das kam in der Partie von der Dinara Wagner und das ist ganz schön aggressiv. Das ist ein guter Zug, ja. Aber was passiert? Man muss, ich wiederhole mich da gerne, man muss sich wahnsinnig gut auskennen. Denn nach diesem Zug passiert Folgendes: Schwarz nimmt hier einmal raus und Weiß nimmt natürlich auch raus. Und der Springer hängt. Wo geht der denn hin? Na, der geht natürlich nach B4 und hat jetzt den Zugang zu dem Feld D3. Und das meinte ich, das muss man, wenn man das zulässt als Weißer, kann man machen, muss man aber genau wissen, warum man das zulassen kann und warum man das spielen kann. Wir sehen das hier ist wunderschön in dieser Partie aufgelöst. Also, jetzt hängt erstmal dieser Bauer, ja? Der ist dreimal angegriffen, aber nur zweimal verteidigt. Ich mache das mal in einer anderen Farbe hier. Nur zweimal verteidigt. Das heißt, wir verteidigen ihn ein drittes Mal mit diesem aktiven Zug Springer E5, denn jetzt ist der Läufer auch noch auf dem Bauern drauf. Also, Schwarz kann diesen Bauern nicht nehmen. Was Schwarz aber tun kann, ist Läufer F5 ziehen. Und ihr erkennt auf einmal, huch, was ist das denn? Springer C2, Springer D3. Eieiei. Das ist am Limit. Aber ich sag's ja, wer sich auskennt in der katalanischen Theorie, der kann mit dieser Stellung umgehen und kann das zulassen. Zuerst einmal nimmt Weiß auf C4 und dann muss man sich echt fragen, warum lässt Weiß Springer C2 zu? Das möchte ich euch mal kurz zeigen. Also Weiß hat erstmal sein Minusbauern wieder zurückerobert. Aber was passiert, wenn Schwarz jetzt Springer C2 spielt? Ich kann euch sagen, das ist kein guter Zug. Weil man opfert die Qualität einfach. Man spielt hier Läufer F4 und das, also wenn Schwarz hier nimmt, kann er schon fast aufgeben, ja. Das ist echt hammerhart. Also hier gibt es gute Züge wie zum Beispiel Rochade, dann kommt Turm C1, dann rettet man den Turm und so weiter. Aber wenn Schwarz jetzt direkt diesen Turm nähme, das ist ja das, was ihr wissen wollt. Dann D6 und das ist kurz vor der Aufgabe bereits für Schwarz. Was soll man tun? Ja, also hier dem Läufer hängt C schlägt D6 vielleicht. Na gut, dann nehme ich hier, dann nimmt Schwarz hier, dann nehme ich hier. Der König ist in der Mitte festgenagelt. Kurze Rochade, um zu fliehen, ist nicht möglich. Turm E1 wird kommen. Diese oder Dame A4 auch. Diese Stellung ist quasi verloren. Ja, das ist. Ja, materiell zwar besser für Schwarz, aber ey, schaut euch die Stellung an. Ja, da, welche Farbe würdet ihr wählen? Alles klar, ich weiß Bescheid, natürlich weiß. Das ist der eine Punkt, warum Springer C2 nicht gut ist. Am besten ist es für Schwarz, man rochiert erstmal, ihr wisst, was ich sagen will, den König in Sicherheit. Ja, und das hat gut die gute Polina Schuwalowa hier auch getan. Wir sind immer noch in der Theorie. Man kann jetzt hier diesen Springer angreifen mit A3 und Springer C2 ist jetzt erneut kein guter Zug, weil der weiße Turm kann jetzt einfach nach A2 gehen. Und das ist auf einmal brandgefährlich. Nicht, dass der Springer plötzlich hier nicht mehr rauskommt nach B4 oder sowas oder B3, ja. Dann hängt auf einmal der Springer. Das ist alles nicht, wie Schwarz spielen muss und sollte, sondern der beste Zug ist hier nach D3 reinzuhüpfen. Und so kam es auch in der Partie. Natürlich haben die Spielerinnen das sehr, sehr schnell gespielt, alles runtergeblitzt, denn wir sind immer noch in den Tiefen des Katalanen, der katalanischen Theorie. Und deswegen kennen die beiden Spielerinnen diese Stellung natürlich auch, ja. Hochkomplex, super schwierig. Erstmal entwickeln. Läufer E3. B5. Also, da fackelt auch Schwarz nicht lange, ja, da wird sofort hier jetzt am Damenflügel Druck gemacht. Ihr seht auch, wie nützlich dieser frühe Zug Turm B8 war, ne? Der Läufer ist keine Drohung mehr, aber der Turm unterstützt hier auf der B-Linie. Hat alles so seine Bewandtnis. Okay, der Springer hier auf C4 hängt, Dianara stellt ihn erstmal nach A5. Und hier
verlassen wir dann langsam die Pfade der ausgetretenen Theorie. Hier wird es jetzt dann langsam dünne mit Vorbilderpartien, mit Musterpartien. Und ich kann euch sagen, diese Stellung zu berechnen am Brett, wow, also jetzt fangen die Spielerinnen dann an, wirklich länger reinzuschauen, weil das ist echt nicht ohne. Es droht Springer C6 mit Qualitätsgewinn. Die Nara droht sich hier den Turm zu pflücken nach Springer C6. Ist das wirklich eine Drohung? Das ist ja genau das, was man feststellen muss, denn Schwarz kann hier auch auf B2 nehmen. Das wollen wir mal nicht vergessen. Ja, ich kann euch sagen, dieses Nehmen ist möglich. Also das kam nicht in der Partie, aber nach Dame E2 müsste der Springer, der ist angegriffen, wahrscheinlich, ja, das ist nicht so ganz klar, ich bin selber überlegen. Nach D3 geht übrigens nicht. Warum nicht? Wegen Springer C6 jetzt. Das ist ganz, ganz schlecht. Aber man könnte nach C4 gehen, ja. Und hier ist es wahrscheinlich am besten für Weiß hier zu tauschen. Denn wenn man jetzt Springer C6 spielt, geht die schwarze Dame einfach nach D7 und diesen Turm, der ist nicht so wirklich bekömmlich, weil diese Stellung, Qualität weniger für Schwarz, aber diese Stellung ist extremst gefährlich für Weiß. Diese Bauern sind sehr, sehr schnell, die rollen auch mal ganz schnell auf den weißen Damenflügel zu. Die Engine gibt hier einen Vorteil für Schwarz von minus 1 fast schon. Also kann man vielleicht spielen, aber boah, das ist echt, wie gesagt, das ist auf Kante hier. Auf B2 kann man nehmen. Okay, lassen wir es mal dabei. Eine andere Möglichkeit, die in der Partie gespielt wurde, ist jetzt C5 zu spielen und das erneut zuzulassen. Die Nara Wagner macht das auch. Springer C6 und greift jetzt Dame und Turm an. Die Dame muss natürlich ziehen, das ist klar, die geht nach D7. Und jetzt ist eben wieder, ihr wisst, was ich manchmal sage, Schach ist ein Spiel der Entscheidungen, liebe Schachfans. Weil ihr müsstet eigentlich mal das Video anhalten, das sage ich ja manchmal, und solchen Schluck Tee nehmen hier. Ich nehme mal einen Schluck Tee. Würdet ihr hier auf B8 den Turm nehmen oder nicht? Eine ganz schwierige Entscheidung. Also ich kann immer sagen, man kann den nehmen. Ja, also man kann den nehmen. Ich habe das mit dem Computer überprüft, weil das ist auch für mich in der Vorbereitung auf das Video auch nicht so einfach, das alles durchzurechnen und zu kalkulieren. Ich baue mir da oft was auf dem echten Brett auf und dann sinniere ich mal so über der Stellung, gucke mir das so an, viele Varianten wälzen. Manchmal komme ich auch nicht weiter, bin kein Großmeister hier, sondern brauche dann natürlich auch die Engine-Hilfe. Und die sagt, man kann hier nehmen, ja. Das hat die Nara Wagner nicht getan. Wenn man hier nimmt, der Turm schlägt B8, haben wir so einen ähnlichen Fall wie in der Variante, die ich euch eben gezeigt habe. Diese Stellung ist nicht schlechter für Schwarz, ja. Trotz dieser Minusqualität, aber die Aktivität der Läufer, der Springer steht hier mitten in der weißen Stellung rum. Hier ist ein 3 gegen 2 Übergewicht. Also, das ist ausgeglichen, aber sehr, sehr grenzwertig zu spielen. Für beide Seiten würde ich sagen. Also, deswegen, man kann nehmen, muss man aber nicht. Was ist eine Alternative, wenn man sich entscheidet, in der Partie nicht zu nehmen? Nun, ein guter Zug wäre A4. Also A4 und nach B4 gehen wir einfach weg. Ja, das ist spielbar. Oder eine weitere Alternative B4. Ja, das geht auch, aber das ist, wie gesagt, also da wird es auch wieder extremst kompliziert, weil nach dem Nehmen hier A schlägt B4 ist dieser Bauer eben gedeckt. Ja, und dann ist es auch ganz gut gewesen, dass Weiß hier nicht auf B8 geschlagen hat. Ich will euch gar nicht zu lange nerven mit dieser Stellung, aber die ist tatsächlich es wert, da lange reinzuschauen. Und ich kann euch sagen, die Nara Wagner hat reingeschaut und hat hier mal 10, 15 Minuten investiert und B3 gespielt. Ja, Schach ist ein Spiel der Entscheidungen und diese Entscheidung war jetzt nicht die beste. Es ist jetzt nicht ein Drama, aber B3 ist ungenau. Und das ist der Grund ist, dass Schwarz jetzt einfach den Turm rettet. Der stellt, also Shuvalova stellt den Turm nach E8. Die Drohung ist schon mal weg, okay. Und hier in dieser hochkomplizierten Stellung begeht die Nara einen Fehler. Und zwar einen massiven Fehler. Zugegebenermaßen ist
ist das Fehlerpotenzial in dieser Stellung sehr, sehr hoch, und ein guter Zug wäre Dame E2, aber das ist auch wieder eine Engine-Lösung. Ja, man stellt doch die Dame so ungern dieses Vis-à-vis mit dem Turm, also weiß ich nicht, auch Turm A2 ist kein schlechter Zug, ja, dann nimmt schon mal die zweite Reihe unter Kontrolle und der Springer kann nie nach B2 und so weiter und so weiter. Okay, aber was die Nara gespielt hat, war Läufer G5. Und das ist tatsächlich ein Fehler, weil jetzt gerät Weiß wirklich in Nachteil. Der Punkt ist, dieser Bauer, den wollen wir mal nicht vergessen. Und die Paulina Schowalowa nimmt den auch einfach. Sie nimmt den einfach weg. Und ihr seht dieses Gewirbel von diesen weißen und schwarzen Leichtfiguren mitten auf dem Brett führt zu sehr viel Taktiken. Hier auch bester Zug, Springer schlägt D5. Man muss rechnen, der hängt und was weiß ich nicht alles. Lass uns mal in Kürze der Zeit hier die Partie verfolgen. Die Nara Wagner hätte hier nehmen müssen, ja, und steht dann schlechter. Aber sie hat jetzt hier auf E7 genommen, ja. Okay, Schwarz nimmt mit dem Springer zurück, klar. Und jetzt ist die Stellung, ich muss es so deutlich sagen, quasi verloren für Weiß. Diese Lösung mit diesem Läufer auf G5 und dem Tauschen auf E7 war nicht gut. Ich sag mal nochmal eure die Bewertung. Engine sagt hier minus 4 Gewinnstellung für Schwarz, aber man muss es ja auch praktisch umsetzen. Ich kann euch aber sagen, ich glaube, die Nara Wagner hat das genau verstanden, denn sie hat jetzt bald eine Stunde in diese letzten zwei, drei Züge investiert, denn ich habe gesagt, die haben alles rausgeblitzt und dann hat sie jetzt nur noch 36 Minuten für 20 Züge. Die Russin hat noch eine Stunde 15. Also kannte sich vielleicht besser aus, keine Ahnung, hat schneller die Entscheidung getroffen. Der Punkt ist, diese Stellung ist schlecht für Weiß, aber man muss es ja auch umgesetzt kriegen. Ja, ihr kennt das Problem. Nichts ist schwieriger, als eine gewonnene Stellung zu gewinnen. Und prompt, also ich sag mal so, am H6 wäre ein guter Zug, ja, H6, und dann muss man wahrscheinlich hier tauschen und so. Jetzt ist Schwarz, jetzt ist die Schuwalowa nach G6 gegangen. Auch der Anfang von schwarzen Ungenauigkeiten. Ja, wir wollen nicht immer auf der Dinare, die spielt so fantastisch gut, aber jetzt hat sie nicht gut gespielt und fängt Schwarz an, ungenau zu spielen. Auch hier nach 10 Minuten Springer G6. Warum ist das nicht so gut? Weil dieses Feld D5 ist jetzt freigeräumt, weil der Springer das nicht mehr kontrolliert und das nutzt die gute Dinara sofort für den Zug Dame D5 aus. Ja, okay, man tauscht hier raus, Springer schlägt D5 und jetzt kommt der Angriff auf den Läufer. Der muss natürlich zurückgehen, eh klar. Und Turm D8 und plötzlich, wie von Zauberhand, hat die Nara wieder alles im Griff. Diese Stellung ist ausgeglichen plötzlich. Was ist denn hier passiert? Darf ich noch mal zwei, drei Züge zurückgehen? Was ist hier passiert? Der Punkt ist, dieser Zug Springer G6 macht dieses Manöver, das die Nara gespielt hat, erst möglich. Hätte man hier sofort H6 gespielt, Läufer muss auch ziehen, klar. Und dann Turm D8, war's das mit dem Feld D5. Und hier, wie gesagt, gibt der Computer eine schwarze Gewinnstellung. Aber durch die Zugreihenfolge, also erstmal Springer G6, jetzt geht Dame D5. Man muss wahrscheinlich tauschen, Springer D5, Turm D8. Und plötzlich ist, Verzeihung, was habe ich jetzt gemacht? Erstmal H6 hier natürlich, ne? Und dann Läufer E3 und jetzt Turm D8. Und plötzlich ist die Lage wieder unter Kontrolle. Gut gemacht, Dinara. Also beide Spielerinnen haben hier nicht optimal gespielt, aber das führt dann auch zu einem Ausgleich. Turm FD1 und C4. Es ist immer noch schwierig, ja, sehr schwierig zu spielen für Weiß. Da ist dieser Springer drin. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die 3 gegen 2 Thematik. Also einmal tauschen, okay, einmal tauschen und Läufer B6. Auch hier. Wahrscheinlich, das erkennt ihr selber auch, eine etwas bessere Stellung für Schwarz, einfach aufgrund dieses Freibauerns und dieser aktiven Figurenstellung. Ob das zum Gewinn reicht, gucken wir mal. Turm D6, okay.
Und Läufer C7. Wir gehen mal den Turm ein bisschen hässeln und jagen. Okay, der Turm muss wieder ziehen, Turm D7. Und jetzt Läufer A5. Das ist auch ein enorm wichtiges Manöver von der Dinara. Sie kontrolliert hier das ganz wichtige Feld C3. Und der Bauer kann nicht einfach nach vorne loslatschen. Also Push 'em Baby ist jetzt gerade nicht. Okay, also was Weiß kann, kann Schwarz auch. Läufer G4. Wir greifen mal den Turm an. Aber wir ziehen auch nicht. Also man kann hier Turm D2 spielen, keine Frage. Oder man macht einen Gegenangriff. Ja, sagst, okay, du greifst meinen Turm an, greife ich deinen an. Warum nicht? Hat Dinara auch getan. Der Turm geht nach D4. Jetzt müssen wir unseren Turm retten, klar. Und denkt, guckt mal, wie wichtig das ist, dass dieses Feld kontrolliert ist. Ne? Der Läufer geht zurück nach E6, verteidigt erstmal noch den Freibauern. Alles gut. Turm AD1 verdoppeln und Turm B8. Wow. Das ist eine. Immer noch eine ungeheuerlich spannende Stellung. Ja, typisch katalanisch. Also ein Gewirbel der Figuren. Da brauchen wir gar keine Damen. Das ist echt, also den Überblick zu behalten, finde ich nicht einfach hier. Ja. Springer A4, das ist ein guter Zug. Springer A4, vielleicht kann man den hier reinstellen als Blockadefigur. Ich meine, Springer sind gute Blockadefiguren. Oder. Weiß ich nicht, es kam Turm D7, also Schwarz sucht auch so ein bisschen nach dem Way to go, ja. Da sagt sich Dinara, naja, nun geh mal wieder dahin. Wenn du schon nach D7 gehst, greife ich dich an mit Tempo und dann kannst du wieder nach D4 gehen und so kommt es denn auch. Dinara versucht die Züge zu wiederholen. Wir sind im 34. Zug. Dinara Wagner hat nur noch 5,5 Minuten für 6 Züge und ihre Gegnerin 17 Minuten, ist also deutlich im Vorteil, zeitlich gesehen. Was ist das jetzt? Ist das jetzt Remis oder was? Natürlich will Schwarz hier nicht Remis machen. Shuvalova spielt Turm B3. Und das ist gut für Dinara Wagner. Das ist nämlich kein guter Zug. Ich meine, der sieht logisch aus, ja, Turm B3, kann man den A3 fressen vielleicht. Aber jetzt gibt es taktische Tricks und man hätte nicht Turm B3 spielen sollen, sondern wahrscheinlich, selbst muss ja vorstellen, die Engine ist sich auch nicht so ganz sicher, was hier das Beste ist. Springer E7 eventuell und Turm B5, aber das sind subtile Manöver, so Engine Lines. Also Turm B3 ist irgendwie schon ein menschlicher Zug, wie ich finde. Aber das lässt Taktiken zu, denn Dinara nutzt das sofort mit dem Zug Springer C5 und das ist ein richtig guter Zug, ja, weil man kann hier nie nehmen. Weil sonst hängt der Turm. Aha. Auf der anderen Seite hängt aber auch der schwarze Turm auf B3 und man kann hier vielleicht endlich sich dieses Freibauerns entledigen. Ein Remis wäre ja toll für Dinara. Also, was passiert hier? Kann man hier nehmen? Man kann nehmen. Das möchte ich euch mitteilen. Aber auch kompliziert. Läufer B4 rechnen und so. Also, sagen wir es mal so: Shuvalova hat Turm B5 gespielt. Safety first. Und jetzt wird der Läufer auf C3 implementiert. Jetzt kann man sich dieses Tempo erlauben, weil Schwarz kann nicht nehmen auf C5, weil der Turm hängt auf D4, ja? Ganz wichtig. Also, der Turm muss sich retten, der muss ziehen. Okay. Und jetzt kann Dinara auf D3 nehmen. Gut gespielt, Dinara Wagner. Also, sie mogelt sich hier raus und das ist auch gut so. Jetzt kommt natürlich Turm schlägt D3, Turm schlägt D3, C schlägt D3 und ach so, genau. Also hier neben, Achtung, Achtung, das geht nicht. Man muss aufpassen. Leute, man muss immer aufpassen. Schaut mal, was dann passieren würde. Turm B1, Läufer F1 und zack. Und das war's dann, ja? Nein, Leute, nein. Nein, nicht den Bauern nehmen, genauer spielen, erstmal Läufer E4 spielen. Das ist natürlich der richtige Zug. Der König hat jetzt ein Fluchtfeld, der Bauer ist undeckbar und beziehungsweise wird verloren gehen. Turm B3 kann Schwarz spielen, ja, aber jetzt kann man nehmen. Jetzt kann man beruhigt nehmen. Also, und jetzt seht ihr, die Stellung verflacht jetzt. Ne? Also, okay, also der Bauer, ja, den kann Schwarz noch erobern. Schwarz hat jetzt einen Freibauern auf A6, reicht aber nicht. Dinara spielt großartig. Sie sagt, okay, ich schaffe mir ungleichfarbige Läufer im Endspiel. Werdet ihr sehen, F schlägt G6, weißfeldrig, schwarzfeldrig. Und das kann Schwarz nicht gewinnen.
Ja, wären die Läufer gleichfarbig, würde die Sachlage anders liegen. Aber Dinara spielt super stark hier und macht das souverän. Also H4, H5, okay. F3, man versucht den König natürlich ranzuführen. Das versucht Schwarz auch. König F2 von der Dinara. Läufer C4, Turm, Achtung, Turm hängt. Wir geben einen Schach. König E6. Und hier ist nichts zu holen. Dinara spielt auch wirklich einfach schön. Sie spielt schön. Turm D6, ja. Also diesen Bauern hier braucht man gar nicht nehmen. Den kann man später immer noch nehmen, ja. Also erstmal, der Läufer hängt ja auch noch. Also hier kann man sowieso nicht nehmen. Ja, ihr seht warum, weil der Läufer hängt. Aber Turm D6, wunderbarer Zug. Ja, was bleibt einem übrig, ne? Also König legt D6, Läufer B4 und Dinara hat das jetzt geschafft, hier in ein ungleichfarbiges Endspiel abzuwickeln. Und das ist absolut Todremis. Hier gibt es kein Fortkommen. Ich zeige euch mal, natürlich kann man versuchen, mit dem König hier reinzulaufen und die Felder zu kontrollieren. Geht aber nicht. Läufer F8. Ein König läuft ran. König da D2. Und jetzt ist das Problem, wenn König B2 kommt, nehmen wir mit Schach. Ja, also erstmal Läufer D5, F4, klar, den Bauern retten. Läufer E6. Jetzt nehmen wir den Bauern, habe ich gesagt, den kann man später immer noch nehmen. A5, König C1 und das war's. Ja, Läufer F5, der König kommt zwar nicht rüber, aber der schwarze König kommt auch nicht weiter. Der kommt halt nie hierhin, wohin müsste, ja. Und deswegen nach Läufer F6, A4 haben die beiden Spielerinnen dann Remis vereinbart. Hier geht gar nichts mehr als total Remis, weil Schwarz kommt nicht weiter, ja. Also, Husarenritt. Dinara Wagner hat sich da rausgemogelt und Remis geschafft. Und das bedeutet, ich zeige euch jetzt mal was ganz Besonderes, nämlich das Zwischenergebnis. Ich blende das mal hier ein. Und jetzt seht ihr mich gerade nicht, macht aber nichts. Aber Leute, schaut mal, Dinara Wagner auf Platz 1 mit, ja, ich habe, ach so, das sieht man jetzt gar nicht. Ja, vielleicht kann ich das mal kurz live irgendwie. Noch, wie kann man das denn machen? Wartet mal eben, macht das mal ein bisschen kleiner. So. Hier sieht man auch den Score jetzt, ist besser, ne? Also, schaut mal. Dinara Wagner mit einem ganzen Punkt Vorsprung auf Platz 1. Als Elo-Schwächste in dem Turnier fantastisch. Es sind noch drei Runden zu gehen und ich kann euch sagen, wenn sie das durchhält, dann hat sie auch ein Ticket fürs Kandidatenfinale der Frauen. Unfassbar. So stark, toll. Ja, und den Rest seht ihr selber, ne? Die Lagno und die, wie heißen sie alle, die Dragnice, Gajatschkina, Azubaye relativ enttäuschend. Kosteniuk, ja, die gute Kosteniuk, ne? Die nur Platz 9. Naja, also, wir wollen jetzt nicht zu früh feiern. Es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, drei Runden zu spielen, aber ich behalte es für euch im Auge. Bitte nicht schimpfen, ich muss immer hin und her wechseln. Es laufen ja die Turniere parallel und heute war mal Frauentag, ne? In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich gar nichts mehr oder unterstützt mich gerne auch via PayPal mit einer Spende. Ich sage herzlichen Dank und macht's gut so lange. Tschüss.